Okay, Leute, es muss jetzt irgendwo hier sein, aber wo kann ich mich oh mein Gott, sorry. Ich schaut ja gar nicht, wo er hinläuft. Naja, schon, aufs Handy halt. Freunde, ihr habt mir geschrieben, wir sollen mit Nico reden und das ist jetzt unsere Mission. Ja. Ihr wisst ja, Emmy ist verwirrt. Ja, wir müssen rausfinden, warum. So, genau. Und ich habe rausgefunden, dieser Nico arbeitet genau hier. Und erst seitdem Emmy mit Nico und diesem anderen Dude was zu tun hatte, ist sie seltsam. Und deswegen schauen wir mal jetzt nach, was da abgeht. Arbeit. Ich hoffe, er ist da. Wir bestellen jetzt erstmal irgendwas. Okay, los geht's. Hi, servus. Wir würden gern Pommes bestellen. Pommes und... Einmal Pommes? Ja, einmal Pommes und Limo. Limo. Weiße oder orange Limo? Orange. Orange. Ja. Ganz viel Orange. Voll, ja. Eine, zwei? Drei. Ich brauch nichts. Okay, zwei und Pommes, genau. Ja. Klar. Ihr dürft es auch gerne, ich bring's euch dann auf. Du bringst es drauf? Ja, perfekt. Okay. Dann ja, danke. Ich hab Ich glaube schon. Okay. Ja, komm, geil, so eine Limo. Mensch. Danke. Danke. Bist du nicht der Nico? Ja, genau. Ich bin Nico. Setz dich doch mal kurz zu uns. Wir müssen da ganz kurz. Du hast eine Sekunde für uns, oder? Okay. Erinnerst du dich an Emmy? So blond, hübsch. Unsere Freundin da. Unsere Freundin. Ja, ja. Ja. Aus dem Club, da. Ja, genau, ja, genau. Sag mal, was ist an diesem Abend passiert eigentlich genau? Die ist seitdem extrem komisch und also, irgendwas muss ja passiert sein. Ja, oder ihr hattet ja den One-Night-Stand, also sie hat dich ja mit nach Hause genommen ja, und dann... Ja, One-Night-Stand. Wieso ist öfter passiert? Na, ich bin nicht mal bis zu Hause bin ich gekommen und da hat sie gesagt, ich soll wieder gange. Ja, ihr hattet ja diesmal was. Hä, aber ihr hattet doch danach auch noch irgendwann ein Treffen, oder? Na, das war einmal. Hat sie gesagt, wir gehen jetzt das zu mir. Und dann Tim doch genauso, mit dem hast du doch auch gesagt, die sollen wir gehen. Oh. Wir waren da drin. Sicher, du hast nichts versucht, kein gar nichts. Gar nichts. Hä? Ja, gut. Okay, danke dir. Aber die ist eh nicht ganz sauber, würde ich sagen. Ich muss weiter, gell? Deine Meinung. Danke. Ja, danke. Wir warten noch auf unsere Pommes. Ja, Leute, das ist extrem strange. Ja, und das heißt, sie hatte weder mit Tim noch mit Nico was. Die hat beide wieder... Vor allem in der Bahn hat sie telefoniert und gefaked, dass sie bei ihm ist. Ja, die hat so getan. Wir haben sie in der Bahn gesehen. Hast du das angesprochen? Nein, du? Dann lass das doch mal machen. Lass mal sie genau damit konfrontieren. Oder wir suchen jetzt einfach die anderen One-Night-Stands und versuchen da was rauszufinden. Nein, das ist zu viel. Wir fragen sie einfach, was das soll. Ich muss nach im Studio, da sehe ich sie. Dann frage ich sie. Na, perfekt. Dann machen wir es das. Okay. Oh mein Gott, Freunde. Ich muss gleich im Studio. Und im Studio ist Pierre. Für die Leute, die es gestern nicht mitbekommen haben, ich hatte gestern... Winner of the day! eine Retterin in Not. Es war wirklich krass, was so gestern passiert ist. Wer es nicht gesehen hat, ich schicke es euch jetzt nochmal genau rein. Jetzt. Oh mein Gott, Freunde. Also das nochmal ganz kurz zu schauen. Ich hab's noch nicht gesehen. Das nochmal, ja, also erstens schminke ich... Achso, ich habe mein Make-up ja noch nicht gesehen. Ja, erstens schminke ich sie gerade, weil ich mir dachte, sie hat mich verteidigt, also muss ich ihr irgendwas zurückgeben. Und ich wollte schon immer ein Make-up von ihr haben. Aber wir sind natürlich auch, muss ich dazu sagen, gegen Gewalt und eigentlich sollte man sowas nicht machen. Ja, es war machen. Halt, es war mir persönlich einfach zu viel, das hätte ich so aufgepasst. Ich weiß, ich verstehe voll, was du meinst. Ich mache jetzt übrigens einen quasi unordentlichen Eyeliner. Unordentlichen Eyeliner? Es wird gut aussehen, glaub mir. Also, ich verstehe voll, was du meinst und ich verstehe auch deinen Punkt und es ist auch voll richtig, dass du ich mir helfen willst. Wie hat dich so begrapscht? So. Ja, safe, aber das Ding ist halt, dass man schon aufpassen muss. Freunde, habt ihr irgendwie schon mal sowas erlebt, so eine Situation, wo ihr fast dachtet, boah, ich flippe jetzt aus und kann nicht mehr, was mache ich denn jetzt? So, und dann, keine Ahnung,
eskaliert oder meistens meditiere ich. Schreibt es auf jeden Fall mal, ich bin richtig gespannt. Aber ich will euch echt auch auf dem Weg mitgeben, dass Gewalt keine gute Lösung ist. Und das sollte man echt nicht tun. Nicht tun. Was tust du da? Ich kann deine Haare. Warte, andere Seite hier noch. Hier noch. So. Und jetzt, warte, noch nicht gucken. Jetzt trägst du doch Wimpernstift und dann. Oh nee, kannst du das? Willst du es selber machen? Nee, ja? Weil dann sehe ich mich ja, ne? Ja. Wie machen wir das jetzt? Okay. Wie? Ich kann das, ja. Okay. Wie gucke ich dann? Guck am besten runter. Mhm. Es kitzelt. So, Freunde, Emmy kann mir nicht ausweichen. Ich habe sie schon mal vom Gang gehört. Ich stelle sie jetzt zur Rede. Hi, Emmy. Wir müssen reden. Hast du kurz eine Minute? Nee, wir müssen nämlich arbeiten. Ja, das. Ich glaube, es wäre schon voll wichtig, wenn wir reden. Anni, kannst du uns vielleicht kurz allein lassen? Danke. Ich weiß, du willst nicht mit mir reden. Und ich habe es ja auch die letzten Tage versucht zu akzeptieren, aber ich erkenne dich nicht wieder. Ich verstehe nicht, was los ist. Was ist denn passiert? Schau mal, ich war heute bei Nico, okay? Und ich habe mit ihm geredet und er... Warst du was bei Nico? Warum schleichst du meinen Typen hinterher? Sorry, es tut mir leid. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Sorry, toll. Nee, ich weiß nicht, was ich machen soll. Ich komme ja nicht mehr an dich ran. Was soll ich denn tun? Vielleicht einfach nicht den Typen hinterher schleichen. Was hast du in meinem Leben verloren, sag mal? Sorry, aber ich dachte, wir sind beste Freundinnen. Nee, Emmy, ich will dir helfen. Was ist denn passiert? Er hat mir erzählt. Und Tim hat mir auch erzählt. Ja, ihr warst hattet... Auch bei Tim? Ja, die haben mir beide erzählt, ihr hattet gar nichts. Haben sie dir irgendwas angetan? Sag mir doch bitte, rede doch mit mir. Ach so, und du glaubst den beiden mehr als deiner besten Freundin? Ich hatte eine geile Zeit mit den beiden. Ich hatte eine geile Nacht mit den beiden. Es ist alles toll. Es ist nichts passiert. Okay, dann sag mir eine Sache. Letztens in der Bahn, wo du bei Nico anscheinend warst. Was war damit? Also entweder du glaubst jetzt deiner besten Freundin. Oder... Ja, keine Ahnung. Hey, Chiara allein. Na, wie ist es? Alles gut? Ja, bei dir auch? Bei mir? Warum? Meinst du wegen gestern? Mhm. Was war da? Du, alles gut. Bin ich nachtragen, weißt du? Deine kleine Freundin hat schon Humor. Tat ein bisschen weh, aber alles gut. Stehen wir drüber. Ne? Du findest es so witzig, oder wie? Was meinst du denn jetzt? Mein Gott, das ist doch okay. Ja, ich dachte, das wird Konsequenzen haben. Ach was, Konsequenzen, komm. Wir haben doch alle viel was Besseres zu tun im Leben, oder? Als nachtragend zu sein. Whatever makes you happy, whatever makes you sad, look into your... Du, ich habe jetzt einen Termin bei einer Plattenfirma mit Paola. Ja, wir sind jetzt so 2 Stunden weg, kannst ein bisschen üben? Ja? Ja. Und die Plattenfirma, sag ich dir jetzt mal so unter uns, ist geil. Keine 70% diesmal, sondern gib mal ein bisschen mehr, dann haben wir vielleicht eine geile Chance. In 2 Stunden bin ich wieder da, okay? Mhm. Übel schön, ja? Ja. Ciao. Ciao, viel Spaß. Bam, 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 bam. Yo. Oh mein Gott, Shania, du kommst gerade zur richtigen Zeit. Oh mein Gott, Pierre hat sein Büro offen gelassen. Weißt du, was das heißt? Wir können in seinen Computer, oder? Ja, wir können die Namen der Künstlerin finden. Oh mein Gott.
Und dann können wir sie kontaktieren und alles. Dann fliegt es endlich gut ein. Werden, ja. Dann glaubt uns Paola endlich. 00. Du kennst das Passwort? Ja. Nicht. Ich hab's falsch eingetippt. Paola 007. Oh, Schade. Er hat's geändert. Okay, es muss irgendwo sein. Wir brauchen unbedingt den Namen der Ex-Künstlerin, sonst können wir ihn niemals drankriegen. Das ich gehe jetzt übrigens einkaufen. Mein Computer ist an. Irgendwo. Wo ist... Hier. Alle Künstlerinnen. Warte mal. Ich glaube, das ist es. Mach Fotos. Mach schnell Fotos. Ja. So, Anni, ich hab... Was macht ihr denn hier, ihr zwei? Tell me straight.